Im Zuge unserer Recherchen zu Rudolf Wehner und seinem rasenden Hanomag sind wir über ein recht verpixeltes Video im Netz gestolpert. Eine Anfrage bei der Produktionsfirma und schon geht sie los, die wilde Fahrt. Der kann nicht auf der Autobahn fahren. Dann ist ja ganz schön laut. Es sind Fahrzeuge mit 600 PS und sie fahren mit so einem alten Bulldog, überholen sie die. Da gibt es welche, die in den Felder Kinnladen bis da unten hin und andere, die sitzen drinnen und lachen und winken und fotografieren. Die Traktoren, das sind alles seine Freundinnen, auf die brauche ich nicht eifersüchtig zu sein. Ganz super, erst mal ein bisschen mulmig, weil das gar nicht aufhört, das ging immer schneller. Dann habe ich wirklich gesehen, die Arbeit, die ich mir mitgemacht habe, die hat sich auch gelohnt. Rudolf Wehner aus Karlbach in Hessen gründete als junger Mann einen Kfz-Ersatzteilhandel, der sich zu einem großen Unternehmen für Spezialmaschinenbau entwickelte. Dabei kam sein Hobby Oldtimer-Traktoren natürlich nie zu kurz. Große Oldtimer-Treffen erreicht man am besten über die Autobahn. Ein Wochenende mit 20 km/h auf der Landstraße war bei ihm aber nie drin. Deshalb war es nur logisch, dass ein Traktor her musste, der im Lkw-Verkehr mitschwimmen kann. Die Lösung für das Vorhaben? Ein Hanomag Robust 806 von 1964. Also in erster Linie ist das Getriebe anders übersetzt worden. Dieser Schlepper lief ja von Hause aus nur 25 Kilometer. Und da können Sie sich vorstellen, also die Getrieberäder, alles raus und alles neu und alles anders. Ganz andere Übersetzung, sonst ist die Geschwindigkeit nicht zu erreichen. Denn die Drehzahl ist absolut nicht erhöht worden. Die gleiche Drehzahl wie vorher, wenn er 25 gelaufen ist. Und ansonsten muss natürlich die Bremse muss entsprechend gebaut werden, damit sie auch für diese Geschwindigkeit ausreicht. Es hat ja keinen Sinn, schnell zu fahren und wenn es eng wird, dann tritt man aufs Bodenblech und es kommt nichts. Das Fahrwerk muss stabilisiert werden über einen Stabilisator, über Parabelfedern, so dass er ruhig bleibt, auch bei hoher Geschwindigkeit. Das sind alles so Sachen, die muss man berücksichtigen und muss eben so ändern, sonst ist es nicht machbar, so zu fahren. Und ich kann 100 fahren, ich kann mit zwei Fingern das Lenkrad halten, der ist ruhig. Am Ende der Restaurierung stand 2011 die Vorführung beim TÜV. Und tatsächlich gab es dort die heiß ersehnte allgemeine Betriebserlaubnis. Wobei der ist ruhig Ansichtssache zu sein scheint. Ja, der kann nicht auf der Autobahn fahren. Dann ist ja ganz schön laut. Gentlemen, start your engine. Welche Reaktion der Traktor auf deutschen Autobahnen erfährt? Ob es wirklich möglich ist, einen Porsche zu überholen und was die Ehefrau von diesem Hobby hält, das erfahrt ihr in der aktuellen Profi oder bald hier auf YouTube im zweiten Teil von unserem rasenden Hanomag.